Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play OMSI 2 Special Video. Ja, heute ist der Tag des Releases mal wieder. Die Map Städtedreieck Version 2 ist erschienen und da fahren wir jetzt mal eine etwas kürzere Linie, nämlich die Linie 62. Und bei mir ist der James und der Julian. Hallo. Hallihallo, Hallöle. Hallo Leute. Am Moment, das bin ich ja selbst. Mahlzeit. Ja, Julian, es ist spät, ne? Du kleiner Kacker. Wir fahren von, wie heißt das Ding hier, Mühlengrund nach Sprühndorf oder Gründorf oder so ähnlich? Gründorf. Na, Gründorf. Das ist das französische Gründorf, ja, nach Gründorf. Was ist das denn? Ein Haltestellenschild? Ein Mülleimer? Ohne Smoothing. Aua. Ist ja eine schöne Idee, aber den hätte man vielleicht smoothen müssen, ha? Huh? Ich habe den Mülleimer nicht gebaut. Ach du lieber Gott. Oh, Leute. Liebe Map-Ersteller, ich weiß nicht, wer euch das Objekt gebaut hat. Vielleicht sprecht ihr nochmal an, dass der euch das nochmal smoothet. Das sieht nicht gerade unbedingt Very smoothie aus. Am Meckern hier. Ja, ich weiß. Wir sind doch bekannt fürs Meckern neuerdings. Oh, guck mal, Aschenbecher. Guck mal an, die Aschenbecher. Hä? Da hängt ein Aschenbecher hinten an dem Schild. Tatsache. Der wiederum alle sieht sehr gut aus und du fließt gleich raus. Der wiederum sieht sehr gut aus und ist eine interessante Idee. Ja, ja, finde ich auch. Der Mülleimer ja auch, aber wie gesagt, Smoothing vielleicht noch drüber, dann passt das noch besser. Wobei der wirkt so ein bisschen groß, oder? Nein, der hat großes Fassvolumen. Es gibt ja Mülleimer-Objekte, aber ich glaube, der Trend geht im Moment dahin, dass alles wenig, größer wird. Wenig Fremdcontent zu liefern. Andi, warum hast du die Anax verbaut? Ich frag mich auch gerade. Ich dachte eigentlich, ich hätte die schon. Das haben wir gleich. Ich dachte eigentlich, ich hätte die gewechselt. Anax mag ich ja nicht. Ich wollte auch nicht mit Anax fahren, Julian. Die ist so altmodisch. So. Der Julian mag keine Ananax. Ich sag da jetzt nichts zu. Oh Gott. Ich werde das jetzt einfach mal gekonnt überspielen. Echt jetzt? Ehrlich? Muss mal draußen gucken, ob das Ziel stimmt, Andi. Hey, ich mag keine Ananax. Nein, das ist wieder mal das Falsche. Sprühndorf nennt es sich. Doch, stimmt doch. Jetzt stimmt's ja. Eben hat es erst nicht gestimmt. Achso, das habe ich nicht gesehen. Wie, das hast du nicht gesehen? Wieso hast du das nicht gesehen? Wir hatten noch Innenraum. Ach cool, ihr seid ja total aktuell. Ja, ja. Jetzt haben wir aber das Aktuelle. Aber ist das eigentlich der Startpunkt hier? Weil irgendwie ist da gar kein Mensch. Ich glaube, ja. Das sieht nach einem Startpunkt aus. Müsste eigentlich Startpunkt sein, ne? Sieht nach einem Startpunkt aus, oder? Was ja. Ja, ich glaube, das müsste der Startpunkt sein. Das sieht zumindest nach einem aus. So, dann machen wir das Kassensystem nochmal bereit. Ich bin bereit. Hä? Was war das denn? Bist du vielleicht gerollt? Kann eigentlich nicht sein, der Bus ist ja noch gar nicht an. War das jetzt richtig, die 1? Ja, Mühlengrund. So. Nee, der Bus steht. Der Bus steht und rollt. Der Bus steht in Dimmerwurm. Und kein Mensch will mit. Das ist toll. Super. Ja, dann fahren die ab der nächsten Haltestelle mit. Naja, sie haben ja noch kurz Zeit mitzufahren. Insofern, ne? Ja, wir müssen übrigens dann rechts raus. Wir könnten vielleicht nochmal hier hinten ein bisschen heller machen. Aber kennt ihr das Phänomen von Busfahrern an der Pausehaltestelle? Ne. Kasse gibt Abfahrtssignal. Die legen langsam ihr Handy weg. Starten dann irgendwann den Bus und fahren dann ganz gemütlich los. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Die lassen sich immer sehr viel Zeit. Also bei der SWK zum Beispiel war das mal die Situation, was ich nämlich damit meine, ist, die wissen, dass das System bei der SWK meinte mal ein Busfahrer, sagte ein Kollege so, ja, hier, du musst doch losfahren, sagt er. Nee, das Ding geht eine Minute vor. Ich hab noch nicht Abfahrt. Ja, die sind halt voll nett, ey. Vielleicht geht seine Uhr aber auch einfach eine Minute nach. Wer weiß. Ja,
Das habe ich mir auch gedacht, weil die sind ja immerhin mit dem Server synchronisiert und piepen schon dann wirklich, wenn Abfahrt ist. Ja, die warten halt nochmal. Es könnte ja sein, es kommt jemand ein bisschen später, dann können sie den noch mitnehmen. Natürlich. Sag mal, Janine, was genau treibst du da, wenn ich mal so fragen darf? Ich kann nicht wissen, mit wem die es treibt. Und warum steigt die nicht ein? Vielleicht ist es eine Fußgängerin. Ja, aber dann steht die doch nicht Eine nur hier. Fußsteherin. Ja, dann mach doch die Tür mal auf. Vielleicht steigt sie dann ein. Ja, will sie ja eben nicht. Die ist doch gar nicht gegen die Tür gelaufen. Die Ich frage mich, bleibt warum da die nicht ganz stur einsteigen will. stehen. Oder ist das wieder Ja, mal diese dann bleibt sie stehen. Omsi-Problematik? Vorsicht, da ist ein Stein. Ja, schön. Einer dieser Also sowas ist. Steine. Nee. Dieses Spiel werde ich nie verstehen. Sowas ist. Nee. Dann muss ich noch den Stein umfahren. Also nicht umfahren, sondern umfahren. Ist ja umwerfend. Wie will ich denn hier sehen, ob da was kommt? Was ist das denn? Steh auf, streck den Kopf aus dem Fenster und guck. Also ungünstiger kann man da eine Hütte auch nicht hinstellen. Einfach nach Gehör fahren. Nach Gehör? Was? Ja, die ist taub. Wenn's knallt, ist noch ein Meter. Mehr Aber dann knallt musst du wen? nach, aber der Andi muss dann nach Gespür fahren, weil der spürt ja dann nur, wenn es knallt und nicht, wenn, er hört es ja nicht, wenn er taub ist. Was? Wo sind Tauben? Ist städtisch Wie hier, nennst ne? du das, wenn Wo? jemand nicht hören kann? Städtedreieck. Gehörlos. Warum eigentlich Städtedreieck? Weil es der Zusammenschluss von drei Städten ist. Also wir fahren zwaktisch. Wir fahren praktisch zwischen drei Städten hin und her, oder wie? Wir fahren zwaktisch So drei ähnlich, ja. Städten Das hin und ist. Sind die drei Städte Laupendal, Sisselsforst und Königstal? Ich kann mich gar nicht mal an die Version 1 erinnern. Doch, Sisselsforst, auf jeden Fall. Das war dieser Sisselsforst-Bahnhof, wo da ganz gerne mal loszufahren. Ja, und die Kreuzung Sprackel. Ja, genau, Kreuzung Sprackel. Müsste ich Ja, nicht ja. eigentlich Ansagen kriegen? Jetzt mal blöd Nein. gefragt. Eigentlich ja. Warum kriege ich keine? Ist kaputt. Keine Ahnung. Der Bus möchte das nicht. Feldstraße wäre die nächste. Richtig? Ja, er hat weitergeschaltet. Warum er keine Ansagen macht, keine Ahnung. Ja, wir haben ja schon ein kleines Fehl hinter uns, ne? Eins? Ja. Auf einer anderen Linie, die ich jetzt erstmal nicht weiter ansprechen werde. Ich frage nochmal, einen? Ja, es war in dem Sinne war es einer, nur halt, es waren mehrere auf einer und derselben Linie, sagen wir es mal Hallo. so. Aha, so wird ein Schuh draus. Die wird dann ein andermal nochmal gezeigt werden. Also die Outtakes sind gerettet Die für Outtakes sind Ende des gerettet, Jahres. genau. Wir haben wieder ein paar Outtakes gesammelt. Sehr schöne Outtakes. Ja, allein die Outtakes reichen schon für ein Na, haben wir jetzt gesagt, wir fahren eine etwas kürzere Linie. Weil Ja, es war eine längere Linie. wir wollten mal ein bisschen kürzer treten. Genau. Ja. Wir wollten Alle anderen euch Let's nicht Player mehr mal eine Chance geben. Oh, Andi, das Schild. Was Oh. denn? Was denn? Ist doch alles Das gut. ist die Bildschirmübertragung. Ah, hier, Kreuzinger Brücke. Ah, ich erkenne es wieder. Oh ja, das weiß ich noch, das weiß ich noch. Da fuhr irgendwie ein KI-Bus rum mit, was hat er angezeigt? Oh ja, genau! Was hat denn der Alheim! angezeigt? Alheim? Ja! Ich weiß nicht, ob du unbedingt da halten solltest. Ja, wo denn sonst? Er hat da Pause. Ja, eben. Ja, wo will ich denn hier halten? Der steht im Weg. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch mal eine extra Haltestelle, weil das ist nur die Endstelle der 66 Ach anliegt. so. Oh, war die 66 nicht die Linie, die du mit uns bei Schnee gefahren bist? Ja, das war die Linie, die der Andi bei Schnee gefahren ist, ja, wo er den Nee, Berg die nicht wir beide hochkam. bei Schnee Die sind wir gefahren beide sind, gefahren. wo du gesagt hast, Da ihr war ich fahrt die dabei. Linie bei Schnee und Julian fährt mit dem Bus diese Richtung. Da war ich dabei. Ja, Sagt er doch. das sag ich doch gerade. Da ist der Andi im Berg nicht hochgekommen im Schnee. Ja, mit dem NG und ich bin mit dem Ja. Citaro G Mit dem gefahren. NG im Schnee. Ja! Das tat bergauf so weh. Oh. Und ich bin letztens mit euch die Linie 25 gefahren. Die gibt's auch noch. Ah, die Ansagen kommen doch, die sind aber sehr leise. In dem Bus waren die recht leise, stimmt.
Ist das busabhängig? Ja. Kannst du in der Sound-Config einstellen, wie laut die sind. Cool. Rechts herum. Seit wann kannst du das einstellen? Doch, da kannst du im Punkt Ansagen kannst du die Lautstärke einstellen. Kannst du da auch einen Effekt drüber schmeißen? Nein. Schade. Das wäre doch mal eine Neuerung für Lotus. Ach, wer weiß, was da kommen wird. Dass dieser Ansageneffekt vom Bus erzeugt wird und nicht von den Ansagen her. Sondern dass so Rohdateien liefern und dann der Effekt vom Spiel drüber gelegt wird. Du kannst ja von der Sound Engine rein theoretisch das so machen, dass der Raumklang erzeugt wird. Ihr glaubt immer noch, dass Lotus was wird? Ja. Vielleicht kommt da mehr auf uns zu, als wir denken. Ich sehe dem erstmal so lange positiv entgegen, bis ich enttäuscht werde. Ja, ich bin da eher der Pessimist. Der Pessimist? Ja, du bist eh immer pissig. Inwiefern? Ich sag immer, ich als Pessimist kann nicht enttäuscht werden, weil ich immer mit dem Schlimmsten rechne. Ja, womit rechnest du in dem Fall? Mit dem Schlimmsten. Ja? Wegen den OMSI-Updates, die alles schlimmer machen, oder woran liegt's? Wegen den OMSI-Updates, die es de facto nicht gibt. Ja, das nee, es gibt ja, ich habe das ja jetzt ihre Aufwand in Lotus stecken. Ich habe das ja jetzt so schön ironisch in die Runde geworfen. Es gibt ja so viele Leute, die immer wieder sagen, es gibt immer wieder OMSI Updates, die machen alles schlimmer. Ja. Gab's mal die Ära gab's auch mal, um die Leute mal in Schutz zu nehmen, ne? Also die Ära, wo OMSI Updates alles schlimmer gemacht haben, gab's. Aber die ist jetzt vorbei, weil jetzt ist Lotus am Start. Es gibt aber immer noch Leute, die das auch durchaus von der Meinung her so sehen. Ich erinnere mich noch an einen Post im Forum, wo drin stand, natürlich wird OMSI auch im Jahr 2016 weiter von uns gepflegt und mit Updates versorgt. Oh, habe ich bis jetzt noch nichts von gesehen. Ich auch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Andi, guck nicht immer hin. Doch, ich will die Karte hier jetzt mal fahren und mir angucken und testen und dann auch so manche Stellen kommentieren und wenn es nur mit einem Brummen ist, jetzt lass mich in Ruhe. Kannst du dich an jeder Haltestelle anhalten. Lass den Andi sich doch über die Mülleimer beschweren. Ich beschwere mich ja noch nicht mal direkt, ich mache ja nur Geräusche, das ist ja wieder was anderes. Der Andi möchte damit sagen, das hätte ich besser gemacht. So. Zum Bleistift, ja. Da hättest du da nicht abbiegen müssen? Wieso hätte ich da abbiegen müssen? Das ging geradeaus. Achso, ja, ich habe da nur einen Pfeil gesehen in dem Pixelmatch. Ja, aber den Pfeil konnte ich ja von der Position aus gar nicht lesen. Achso. Wir können aber mal gucken, Birkenhof. Ja. Alles klar. Na gut, dann habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Was für ein Pixelmatch? Ich habe eine gute Leitung, ja. Dann habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Schön. Jetzt will ich aber wissen, was du für einen Pixelmatch meinst. Den ich in der Übertragung sehe. Das liegt an deinem WLAN. Dann liegt es auch an meinem LAN. Also ja, das liegt an deinem LAN. Ihr habt ein ganz schlechtes WLAN und LAN da bei euch in NRW. Bild. Ja. Bild. Mal was anderes, Chikoten. Du bist ja jetzt... Wie viele Linien bisher gefahren? Eine. Eine erst? Ja. Und dein Eindruck bisher so von der einen Linie? Ich finde die Karte im großen Ganzen finde ich sie schön. Da sind so 3, 4, 5, 6 Sachen, wo ich gesagt habe, nee, nicht so schön, geht besser, aber das grundsätzliche Fazit ist, mir gefällt die Karte. Ich sehe das halt ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, es ist ja auch nur Freeware. Die muss nicht so ganz hundertprozentig sein. Und so 85% kriegt die Karte von mir. Was bei Metacritics ganz schlecht. Ja, wobei nach einer Linie kannst du das, denke ich mal, gar nicht so ganz schon sagen, oder? Ich kenne aber die Linien aus der Version 1, das waren auch nicht wenige. Von daher. Ja, die Version 1 ist ja kein kompletter Unterschied zur Version 2, also kann man das ja schon so ein bisschen beurteilen. Hallo. Ja, eben. Wenn du eine neue Linie aus der Version 2 gefahren bist und kombinierst das mit dem Wissen, das du in Version 1 schon gesammelt hast, kannst du ja dein Urteil bilden. Richtig.
Außerdem gibt es jetzt in der Version 2 eine Monster-Nachtlinie und die finde ich ja sowieso geil. Frage, wo müssen wir lang? Rechts. Weiß ich nicht. Warte, guck lieber. Ich will nichts gesagt haben und dann bin ich nachher schuld. Aber ich glaube rechts. Da ist er. Monster-Nachtlinie, ne? 100 Minuten. Da bin ich ja voll dabei. Welche Linie ist denn das? Das ist die NE78 in Kombination mit der NE79. Gab's die auch schon in der 1? Nee, da gab's nur die NE75 und 76. Also auch komplett neu. Die Linie ist neu, aber ich glaube, die fährt auch teilweise Altbereiche ab. Ja gut, es ist klar, dass meistens dann auch Altbereiche mit reinkommen, aber so generell gesehen neu ist es schon. Ja. Es gibt jetzt irgendwie dann noch die 76, 77, 78 und 79. Das sind neue Nachtlinien. Mhm. Und von den Standardlinien, wir fahren jetzt hier die 62. Was gibt's da noch so? Die 62 ist eine neue. Dann gibt's noch die 31. Die gab's, glaube ich, schon in einer anderen Version. Die... Oh, ich weiß es gar nicht. Es sind so viele Linien. Oh, Freundchen. Oh. Bei OMSI 1 hat es jetzt ein Problem gehabt. Bei OMSI 1 sind ja mal über die halbe Kreuzung gefahren und sind dann komplett rumgeschossen. Da hättest du den jetzt vorne in der Frontscheibe hängen gehabt. Ja gut, mehr als mich hier hinstellen. Ich bin ja, glaube ich, auf der richtigen Seite, ja. Ja, bist du. Da kann ich auch nicht viel mehr machen dann. Das ist auch so eine Sache, wo ich mal gespannt auf Lotus bin, ob sie da was besser machen. Also die Kurvenfahrten der KI haben sich in der Version OMSI 2 schon deutlich verbessert als in OMSI 1. Ja. Ja. Wobei die Haltestellenanfahrten sind dafür... Haltestellenanfahrten sind katastrophal geworden, wobei das erst mit dem OMSI-Update passiert ist. Das war nicht von Anfang an so. Ist voll komisch. Am Anfang sind die da perfekt reingefahren, oder? Sie war super gut. Ich weiß nicht, was es letztendlich zerstört hat. Also die haben nochmal irgendwas an dem Haltestellenwürfelsystem umgestellt. Auf Berlin machen die das auch richtig. Aber auf keiner anderen Karte. Verstehe halt nicht, warum man das nicht behoben bekommt. Für deren Karte ist es behoben, dann reicht ihnen das. Ich wollte gerade sagen, ja. was die für Berlin brauchen, wird gemacht. Und was sie halt nicht brauchen und dann nicht funktioniert, ist egal, weil sie brauchen das für ihre Version nicht. Hä? Oh. Vielleicht doch der Benz. Nein, den habe ich nicht erwischt. Ne? Oder als du da nach dem Hilfsfall geguckt hast, stand doch links neben dir da einer. Vielleicht ist der dir irgendwie... Könnte auch sein. Ja gut, das ist halt... Ich sehe da halt immer so ein kleines Problem, weil... OMSI beruht ja schon so ein bisschen auch auf dieser Modding-Szene. Ja. Dann sollte man aber vielleicht auch doch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise versuchen, das dann schon so umzusetzen, dass die Modding-Szene auch davon leben kann. Wobei ich sie in dem Punkt, jetzt mal universell gesehen, jetzt nicht auf die Gelenkbus-Problematik, sondern wirklich in puncto Entwicklung, kann ich sie insofern verstehen, dass man sagt, man kann als Entwickler eines Hauptspiels nicht dafür sorgen, dass jede Freeway-Karte, die es irgendwo gibt, einwandfrei läuft. Nein. Das ist allerdings ein allgemeines Problem, was auf so ziemlich jeder anderen Karte ist, mit dem Gelenkbussen. Und das, finde ich, ist schon eine Sache, die man sich mal angucken könnte. Das meine ich ja eben, diese Grundgeschichten. Ja. Die Grundgeschichten, ja, die auf alles irgendwo zutreffen. Und ich meine sogar, dass das auf Berlin auch der Fall wäre. Ich bin sie zwar schon länger nicht mehr gefahren, aber ich meine, ich hätte es auf Berlin auch schon mal irgendwo gesehen. Chakoti, wir sind die doch Silvester noch gefahren. Ja, habe ich aber nicht drauf geachtet, was die Gelenkbusse da machen. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, Silvester vielleicht. Ja. Immer wieder, wenn ich dieses Silvester-Video im Kopf habe, dann denke ich immer wieder daran, wie Carsten uns verarscht hat. Euch verarscht? Ja, der hat uns richtig verarscht. Wieso? Weil Chakoti und ich erst ein bisschen flotteren Fuß drauf hatten und dann sagte so zu uns, ihr wisst schon, dass hier 30er-Zone ist. Und dann sind wir beide runtergegangen auf 30 bis 40 und er ist da an der Stelle mit 60, 70 lang gekackelt. Ja, das war nicht nett. War voll assi. Das ist aber der Carsten. Der ist richtig cool beigeblieben, ne? Richtig cool. Hätte der James das nicht bei ihm im Video gesehen, hätte ich dann
Da hätte ich echt gedacht, Moment. Das ist aber eben der Carsten. Ja, weil er auch so wirklich so richtig ernst gesagt hat, ey, ihr wisst schon, dass hier eine 30er-Zone ist, ne? Ja, normalerweise fängt der Carsten immer an, ein bisschen zu kichern, aber das hat er gar nicht gemacht. Eben, der ist so richtig kann ernst sein, ernst, wenn er will. Ja, das war so geil. Wenn er will, kann er das richtig gut. Wie, der Carsten kann ernst sein? Wie soll das denn gehen? Ich dachte, der ist der Carsten und nicht der Ernst. Dein Witz mit der Ananax, da den fand ich ja noch witzig. Das ist jetzt gerade, nee. Sorry. Hast du den kreativ? Lieber Josh, James? Schreib mal in die Kommentare, wie du den Witz fandest. Der fand den bestimmt gut. Welchen? Den jetzt mit der Ananax? Oder alle von Chakoten. Weil die sind ja Josh nicht von dir, Julian. Nee, Josh ist da kritisch bei jedem. Aber nicht bei Chakoten. Doch, auch bei Chakoten. Nein, Chakoten kann das. Auch bei Chakoten. Nein, Chakoten kann das. Nein, auch bei Chakoten. Nein, der kann das. Lass meinen Chakoten in Ruhe. Andi, du wolltest irgendwas. Ja, das ist eine sehr gute Idee.